Ja. So, Ach so. ja, ich fange jetzt mal an, die Aufnahme läuft. Also, an die werten Zuschauer, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Charaktererstellung für das bevorstehende Midgard-Projekt. Ich verspreche mich direkt, fängt ja super an. Also, heute habe ich als Gast Markus dabei. Hallo. Und sag mal, was du spielen möchtest. Ja, also auf unserer Reise ins japanisch angehauchte Kantaipan habe ich mich entschieden, einen Samurai zu spielen, übertragen auf die in Midgard vorhandenen Klassen wäre das in dem Sinne ein Krieger, der allerdings eher aus der höheren Schicht kommt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen eintragen. Dein Grad ist natürlich 1, dein Typ ist Krieger. Deine Spezialisierung, das wissen wir natürlich noch nicht. Alter, Händigkeit etc. auch nicht. Aber dein Stand ist auf jeden Fall Adel. Das können wir jetzt alles schon mal festsetzen. Spieler können wir natürlich auch schon mal deinen Namen eintragen. Schadet ja nicht. Geburtsdatum, Rest können wir alles später entscheiden. Jetzt Genau. zu deinen Attributen. Möchtest du lieber das so machen, dass du zweimal auf jedes Attribut würfelst und das höhere nimmst? Wobei die Attribute dann für einen Krieger teilweise etwas seltsam anmuten könnten. Oder willst du sagen, dass du neunmal würfelst, die drei schlechtesten streichst und die sechs höchsten dann auf die Hauptattribute verteilst? Die Variante zweimal würfeln und dann verteilen gibt es nicht mehr. Die gab es bei Midgard 4, die würde ich unter Umständen auch noch erlauben. Und die Also, war bisher nämlich meine favorisierte. ja gut, dann machen wir das so. Also du darfst würfeln und dann direkt eins aussuchen. Und wenn nachher was Besseres für das Attribut kommt, hast du halt Pech gehabt. Dann kann es sein, dass du einen Krieger mit einem 90er Zaubertalent hast. Gut, das ist dann so. Aber ja, mal schauen, ich bin damit bisher eigentlich gar nicht so schlecht gefahren. Ja gut, dann fangen wir mal an. Okay. Das ist eine 2. Zaubertalent? Ach nee, Quatsch, der Und zweite. 13. Zaubertalent? Ja, ich glaube, das tun wir auf Zaubertalent. Fängt ja super an. Ja. Okay. Stell dir mal vor, wir hätten so mit dem Standardauswürfen angefangen, hättest jetzt eine 13er Stärke als Krieger. Jo! Ja gut. Ich Oh, kann keine Schwerter tragen, die 93. sind zu schwer. Und 45. Ja, die 93 würde ich dann auf Stärke tun. Oho, groß und stark. Ja, groß wissen wir noch nicht. Ja gut, das stimmt. Aber ist wahrscheinlicher mit der Stärke, also. Ja, 58 und 28. Die 58 würde ich dann auf Intelligenz tun. Oh. Okay. Ja, dann. So, 81 und 29. Also 81. Genau, das würde ich auf die Gewandtheit packen. Ich weiß nicht, ob sich das auf der Gewandtheit so lohnt, weil in Metallrüstung, die du ja tragen wirst, wird dein Abwehrbonus ohnehin wieder runtergenommen nach einer Weile. Je nachdem, wie schwer das Ding ist. Ab einer Kettenrüstung verlierst du, glaube ich, den ersten Punkt auf dem Abwehrbonus. Das weiß ich. Oh, Moment, das müsste ich eben Ich nachschauen. meine, Das Kette kann war 1 sein. Abwehr, Platte war Abwehr komplett. Vollrüstung war schon eins vom Angriff und der komplette Abwehrbonus runter. Und dann gab es ja die Mit der noch. Kette geht. Nee, die Gewandtheit geht noch nicht runter. Gewandtheit nicht, aber du verlierst einen Punkt deines Abwehrbonus, wenn du einen hast. Ja. Die Frage ist aber. Also. Ich fände hier die 81 einfach passend, weil es jetzt nicht so wahrscheinlich ist, dass ich nochmal 80 oder höher werfe. Ja, aber wäre nicht zum Beispiel eine hohe Konstitution ebenfalls wichtig? Ja, das ist richtig. Es ist letztlich dein Charakter, aber das ist jetzt nur meine Idee. Ich denke nämlich, dass für dich Konstitution definitiv wichtiger ist als Gewandtheit. Ja. Ja, dann tun wir es auf Konsti. 81 hier das, oder? Ja, 81 war das. Okay. Dann und hoffen, dass wir auch eine gute Gewandtheit hinkriegen. Mal schauen. Oh, 94. Und 11. Ja. Lieber Die Gewandtheit als 94. Geschicklichkeit? Lieber Gewandtheit als Geschicklichkeit?
Für einen Krieger? Ich denke schon. Ja gut, Geschicklichkeit ist besser für die Offensive, Gewandtheit ist normalerweise besser für die Defensive, wenn du keine Metallrüstung trägst. Aber du sagst auch da lieber Geschicklichkeit. Nun ja, dein Angriffsbonus geht deutlich schneller weg, deutlich schneller, deutlich langsamer weg als dein Abwehrbonus, je nachdem, wie schwer deine Rüstung ist. Und vor allem ist so, dass deine Geschicklichkeit ja auch deinen Nahkampfschaden erhöht. Und über 90 kriegst du halt allein durch die Geschicklichkeit schon 3 Punkte für den Schadensbonus. Ja, das stimmt schon. Klar, das ist jetzt Munchkin-Tum, aber ich sag mal, als Krieger musst du nicht beweglich sein. Zumindest nicht, wenn du auf eine Metallrüstung setzt. Gut, dann 94 Geschicklichkeit. Jo. Ja, und jetzt kommt bestimmt wieder irgendeine 40er Gewandtheit oder Ja, so. 40 ist doch nicht schlimm. 28 und 40. Passt perfekt. Als hätte ich es gesagt. Nicht nur, als hättest du es gesagt, du hast es gesagt. Stimmt. Also gehen wir nochmal durch. 93 Stärke, 94 Geschicklichkeit. Also schon mal Genau. offensive Kampfwerte extrem gut. Gewandtheit 40 ist okay. Bist halt dann vielleicht ein bisschen klobiger unterwegs. Ja. Konsti 81, recht robust. Intelligenz 58, bist also jetzt auch Ganz nicht blöd. normal. Zaubertalent 13, aber da du mit Magie nichts am Hut haben wirst, Genau. ist das relativ wurscht. Wir können daraus schon mal ein paar Boni berechnen. Dein Ausdauerbonus ist Stärke durch 20 plus Konstitution durch 10. Das heißt 4 plus 18 mal bei Ausdauer plus 12. Das ist viel, oder? Früher hat man immer 7 abgezogen bei Midgard 4. Also jetzt gibt es aber immer nur noch einen Bonus. Ach so. Also deshalb kann es nichts Negatives mehr werden und so weiter. Dein Schadensbonus liegt bei plus 4. Weil Oh, das ist gut. der berechnet sich aus Stärke durch 20 plus Geschicklichkeit durch 30 und das minus 3. Da bei Midgard immer abgerundet wird, bist du bei deiner Stärke bei 4 Punkten, bei deiner Geschicklichkeit bei 3 Punkten, kommst du auf einen Schadensbonus von 4. Dein Angriffsbonus beträgt plus 1, weil deine Geschicklichkeit über 80, aber unter 96 liegt. Dein Abwehrbonus beträgt 0, ist okay. Deine Resistenzboni. Einmal ist 0, weil deine Intelligenz, also für Geistesresistenz, weil deine Intelligenz relativ durchschnittlich ist. Beim zweiten kriegst du sogar plus 2, weil deine Konstitution recht hoch ist. Also du bist bei Konsti genau an dem Mindestwert, den du haben musst, für einen Einer Bonus. Und weil du Krieger bist, kriegst du noch mal, also Kämpfer bist, kommst noch mal einer drauf. Wärst du Also, Zauberer, hättest du zum Beispiel einen Grundwert von 2,2. Resistenzen plus 0 plus 2, Genau. korrekt? Genau das. Dann deine Lebens- und Ausdauerpunkte können wir schon mal berechnen oder würfeln. Yep. LP 1W3 plus 7 plus Konsti durch 10, also einfach mal 1W3 bitte. So, der W3 ist eine 2. Also dann kommen wir auf 9 plus 9 bist du bei 18 Lebenspunkten. Das ist, nicht 18, 17 Lebenspunkten bist du gut dabei. Also ich sag mal, wenn man maximal 20 haben kann. AP Maximum. Ich komme auf 17 Ja, 17 habe ich Lebenspunkte. nachher auch nochmal gesagt. Entschuldigung, ist vielleicht Ach nicht so, ganz okay. durch, war ein bisschen hektisch. Jetzt AP. Du hast einen Ausdauerbonus von 12. Ja. Damit kommen wir für dich auf, warte, 1W3 plus 1 plus Ausdauerbonus, weil Krieger nochmal 2 drauf, also 1W3 plus 3 plus Ausdauerbonus ist bei dir 1W3 plus 15. Ja, der W3 ist wieder nicht. Ja, kommst du auf 17. 17, 17, passt doch. Göttliche Gnade und Oh, das Schicksalskunst ist. sind natürlich am Anfang bei dir 0. 17 AP am Anfang. Das ist gut. Kann man nicht meckern. Aber du hast halt eine Ja. hohe Stärke, du hast eine hohe Konsti, da ist das nicht verwunderlich. Deine Bewegungsweite. 4W3 bitte. Das ist 1 plus 2 sind 3 plus 2 sind 5 plus 1 sind 6. Damit kommst du auf eine Bewegungsweite von 22. Du bist also ein bisschen langsamer zu Fuß als andere. Ja. Ich sag mal, bei den offensiven Werten ist es aber auch nicht schlimm, wenn man ein bisschen was schlechter ist. Und jetzt kommen wir zu dem sehr interessanten Punkt deines Aussehens. Gut, dann Aussehen zuerst. Würde ich mal machen. Das steht einfach jetzt gerade von der Reihenfolge her so schön. Also
AU ist einfach nur ein ein Prozentwurf. Prozent. Einfach nur ein Prozentwurf ohne Modifikation. Da bin ich mal gespannt. 13. Bist du damit zufrieden? Das wäre halt nicht sehr schön. Aber Das gibt schon Mali, oder? für was denn? Es gibt keine Fähigkeit, die auf Aussehen basiert. Nicht? Nee. Früher hattest du, Okay. bei Midgard 4 hattest du noch ein Mindestaussehen für, um verführen lernen zu können. Aber das war's auch schon. Und inzwischen ist es so, dass es ja keine Mindestwerte mehr gibt, sondern die nur noch quasi dauerhaft modifiziert werden, wenn die Leiteigenschaft sehr hoch ist. Aussehen ist aber für nichts die Leiteigenschaft. Für Verführen ist es PA. Also 13 ist okay. Aha, im Zweifel bin ich dann hässlich, ne? Ja, gut, du bist halt jetzt nicht sehr schön. Das kann man so nehmen. Jetzt kommen wir zu Ja. deiner persönlichen Ausstrahlung. Die ist von der Intelligenz Genau. abhängig. Da deine Intelligenz im 50er-Bereich ist, ist die Modifikation insgesamt 0, also auch ein Prozenter. Jetzt schauen wir mal, ob du wenigstens charismatisch bist. Ich komme auf. Ja, genau. So, 56. Ja, gut, du hast eine durchschnittliche PA. Bei deinem Aussehen kann man vielleicht sagen, du siehst ein bisschen furchteinflößend aus. Ist Ah, jetzt vielleicht habe nichts. ich ein paar Narben, Ja, die das ein kann bisschen genau das hässlich sein. sind. Nur da müssten wir dann nachher auch auf dein Alter, deine Größe etc. schauen. Deine Willenskraft, da sind deine Konstitution und deine Genau. Intelligenz wichtig. Konstitution ist 8. Intelligenz. Okay, du kriegst plus 6 auf den Wurf. Ja. 3. Du fährst leicht aus der Haut. Sehr leicht. Okay. Mit anderen Worten, du bist ein hässlicher Typ, der zu Tobsuchtsanfällen neigt, so wie es aussieht. Holla. Ich glaube, mein Krieger braucht Berserkergang. Oh, also ich würde dir unter im Zweifel das auch erlauben. Aber, also dass du quasi direkt sagst, angeborene Fähigkeit will ich ha die haben. Ja, so, das würde ich jetzt aber machen wollen. Du weißt, was für einen krassen Wert du denn auf Berserkergang hättest und dass du höchstwahrscheinlich dann nicht mehr ohne weiteres rauskommst. Ja. Oh Gott, oh Gott. Also ich möchte mal kurz den Zuschauern Berserkergang erklären. Der klassische Erfolgswert für Berserkergang ist, wenn ich mich recht erinnere, 18 minus Willenskraft durch 5. Ja. Und wenn man in den Berserkergang gerät, dann muss man, also man muss quasi immer, wenn man im Nahkampf Schaden erleidet, einen Wurf auf Berserkergang machen. Sollte der gelingen, steigert man sich in einen Kampfrausch und wird mehr oder weniger vom Spielleiter bestimmt, was man, also wobei der Spieler kann halt so ein bisschen vorschlagen, lenken etc. Aber man gerät in einen Zustand, ja im Grunde ein Blutrausch. Man erhält plus 2 auf Angriffswürfe und plus 2 auf den angerichteten Schaden. Das Problem ist, man wird Gegner grundsätzlich verfolgen, auch wenn das offensichtlich in eine Falle führt. Man zeigt absolut keine Gnade mehr, außer wenn jemand am Boden liegt, dann spielt das für einen Berserker keine Rolle mehr. Zumindest sofern er dann kampfunfähig ist. Aber das Problem ist, was danach passiert. Und am besten lese ich das kurz vor. Ich muss mal kurz suchen. Angeborene Fähigkeiten waren hier doch irgendwo. Schaden und ihre Folgen brauche ich nicht. Und Erholung, Handlungen und Auf Kämpfen. Seite 96. Oh, perfekt, danke. 96. Ja, ich hab's. Also verliehen alle Gegner besteht die Gefahr, dass ein zum Berserker gewordener Abenteurer ihnen unüberlegt hinterherrennt und sowas. Ach, übrigens, ein Berserker kann sich auch selbstständig in einen Berserkerrausch hineinsteigern, wenn er quasi 20 Sekunden dasteht und versucht, sich wütend zu machen. Das geht auch. Aber grundsätzlich ist es so. Wenn alle Feinde überwunden sind und die Kampfhandlungen enden, muss ein Berserker einen weiteren Erfolgswurf Berserkergang machen. Gelingt dieser Wurf, also das heißt in dem Fall, der Wurf, der Wert ist ja abhängig davon, wie, sinkt ja mit steigender Willenskraft. Das heißt, ein Gelingen dieses Wurfs stellt ein Verlieren der Beherrschung dar. Und entsprechend bei diesem zweiten Wurf bedeutet ein Gelingen, dass man die Beherrschung nicht wiedererlangt. Die Folge ist, man stürzt sich auf seine eigenen Verbündeten. Und zwar so lange, bis entweder die auch alle tot sind, beziehungsweise kampfunfähig, oder sie sich so gewehrt haben, dass der Kämpfende, der Berserker, selbst kampfunfähig ist. Und
Ein weiterer Vorteil, den Berserker übrigens haben, ist, dass sie nicht von Ausdauerpunkten abhängig sind. Das heißt, normalerweise gilt, wer Ausdauerpunkte 0 hat, erhält minus 4 auf Angriff, minus 4 auf Abwehr, Gegner erhalten plus 4 auf Angriff. Ein Berserker hat das nicht. Sollte allerdings zum Beispiel aus einem Berserker-Rausch rauskommen, verliert er einen Haufen AP automatisch, weil das Ganze ihn überanstrengt, sofern er noch welche hatte. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn er aus dem Berserkergang rauskommt, dass er keine AP mehr hat, sowieso. Ja, du Und verlierst halt die nochmal 1w6 paar, plus 2 grundsätzlich. ja, genau, die paar, die er dann noch übrig hat, sind dann vermutlich durch die Erschöpfung weg. Ja. Mit anderen Worten, du bist vielleicht eine größere Gefahr für deine Gruppe als die Gegner. Das Möglich. könnte kritisch sein. Können wir nur hoffen, dass irgendeiner besänftigen lernt. Oder beruhigen heißt es, glaube ich, als Wunder. Muss ich mal schauen, was. Das bleibt zu hoffen. Ja, also ist es geplant, dass wir eine Priesterin dabei haben werden, deshalb. Die sollte das möglichst schnell lernen. Ansonsten könnte es sein, dass Köpfe rollen und leider nicht unbedingt nur die der Feinde. Aber gut. Ach ja, weitere Boni hatten wir auch noch. Ich hatte den Zauberbonus vergessen. Der ist bei dir tatsächlich bei minus 1. Du hast einen Zaubermalus. Dein Raufenwert, den habe ich auch noch nicht. Stärke plus Gewandtheit durch 20. Das heißt, wir kommen auf. Also Stärke plus Gewandtheit als 9. Ganzes kommen wir auf 130. Das heißt, durch 20 sind wir bei 6. Plus dein Angriffsbonus kommen wir. 180. Ach nee, Gewandtheit. Oh, sorry. Ich Ja. habe Geschicklichkeit. Stärke Ja, plus mein Fehler. Gewandtheit ist da das Wichtige. Das heißt, wir kommen auf 130. Das ist gerundet 120 für durch 6 Teil, durch 20 teilen. Das heißt, wir kommen auf 6. Da du allerdings noch einen Angriffsbonus hast, der mit draufgerechnet wird, kommen wir auf insgesamt Raufen plus 7. Das ist okay. Ach, eine Sache, ich trage dir schon mal bei deiner Heimat das Zeichental ein, das hatte ich ganz vergessen. Glaube und sowas kommt jetzt gleich. Angeborene Fähigkeit, du willst wirklich sagen, du möchtest nicht drauf würfeln, du willst den Berserkergang. Gut, dann trage ich dir den jetzt ein. Berserkergang. Und zwar plus 17 bei deiner Willenskraft. War deine Entscheidung. Sollte es in der ersten Runde, also im ersten Abenteuer dazu kommen, dass du einfach deine kompletten Kameraden umnietest, es war nicht meine Schuld. Ach ja, Abwehr und Resistenz sind bei dir natürlich am Anfang auf 11. Und du kriegst grundsätzlich als Grundfähigkeit immer Trinken plus Konsti durch 10, das heißt in deinem Fall 8. So. Deine Wahrnehmungswerte liegen grundsätzlich alle bei 6. Oh Gott, oh Gott. Dein Zaubernwert ist in deinem Fall 2 und zwar ungelernt. Also, nee, 3, aber dein Zauberbonus wird ja Gut, abgezogen nachher, also es spielt keine aber Rolle. zaubern Du wirst ist. nicht zaubern. Vor allem, Zaubern ist im Zeichental ja sowieso böse, wenn es nichts Göttliches oder Schamanistisches oder so ist. Resistenz ist. Resistenz ist standardmäßig 11, das heißt, bei dir kommst du auf 11, 13. Ja. Dann Stand hatten wir. Möchtest du einen. Also, jetzt gibt es die Möglichkeit des Glaubens. Ja. Da kannst du jetzt zum Beispiel sagen, du möchtest einen schamanistischen Glauben, traditionelle kantanische Götter etc. Es würde sich halt vielleicht dieser Kriegs- und Schwertgott Wetor anbieten. Ja, das hatte ich mir auch gedacht, dass Okay. der. Wobei der erst hässlich war, nachdem er entstellt wurde. Und dann hat er Seppuku begangen. Aber na gut. Dazu kommen wir vielleicht andermal. Wir kommen zu deiner Gestalt. Möchtest du das aussuchen oder möchtest du es auswürfeln? Du kannst ja theoretisch würfeln und sagen, wenn es nicht passt, machst du es nochmal. Ja, das würde ich machen. Gut, dann brauche ich 2W20. Genau, das sind 15 plus 15. Also 30 plus deine Stärke durch. Das wäre 1,89 Meter. Ja. Du wärst für so ein Kantei ein richtiger Hühne. Gut. Dein Gewicht. Also bist du mit der Größe denn zufrieden erstmal? Also ein angsteinflößender Typ. Ich sag mal,
wenn man sich die anderen Werte betrachtet, du bist wahrscheinlich nicht der geborene Anführer, auch wenn du leider von deinem Stand her das in der Gruppe sein wirst. Oh Gott, das wird wahrscheinlich. Also ich bin da echt gespannt drauf, wie sich das auswirken wird. Dein Gewicht, ich brauche 4W6. Ja. 5 plus 2 sind 7, plus 6 sind 13, plus 6 sind 19. 19. Dann plus deine Stärke durch 10 sind wir bei 28. Das heißt, du wiegst noch mal 8 Kilo. Okay, du bist bei insgesamt 97 Kilogramm. Boah. Ich Damit überlege bin gerade, ob ich. das. Nee, du zählst noch nicht als breit. 1 Kilo mehr und du Nicht? wärst breit. Möchtest du das 1 Kilo mehr? 98, du bist breit. So. Also du bist groß und breit. Du bist also ein wirklicher Schrank. Ja. Das ist. Durchaus furchteinflößend Und mit eigentlich dem passt diese Gestalt Aussehen. auch sehr gut zu deinem Aussehen, weil das Schönheitsideal der Kantei ist eben nicht der große, männliche, haarige Typ, der du wahrscheinlich bist, sondern eben eher eine gewisse Feinheit und Anmut. Und das hast du nicht. Das kann man einfach sagen, das hast du nicht. Händigkeit, möchtest du rechts oder linkshändig auswählen oder möchtest du würfeln und die Chance auf beidhändig haben? Da würde ich würfeln. Okay. W20? 15, Dann das bist ist du, rechtshändig. genau, Rechtshänder. Und dein Alter, möchtest du da was aussuchen oder einfach 1W6 plus 17? Da. Ich würde wie 3 plus 20 nehmen, wenn das okay ist. Kannst du machen. Das wäre dann 22. Gut, also 22 Jahre. Ein Mann wie ein Berg, leider auch von seinem Gesicht her. Ja. Ja, gut, wir können da, du kannst dir bei besonderen Merkmalen ja ein paar lustige Sachen überlegen. Dann bräuchten wir natürlich jetzt, ja gut, Lernpunkte und sowas. Du bist Genau. erstmal ein Krieger aus dem Adel. Das heißt, du hast grundsätzlich erstmal als Wir brauchen typisch. noch Muttersprache und Ach Gemeinsprache. ja, klar, das kriegst du automatisch. Deine Muttersprache ist Kantaitun. Ich empfehle dir auch, Schreiben zu lernen. Das hatte ich auch vor. Kantaitun 12. Die Gemeinsprache habe ich jetzt in diesem Fall den Leuten Walinga vorgelegt, weil Kantaitun ist in dieser Gegend die Gemeinsprache. Eine andere Gemeinsprache, die es auf diesem Kontinent noch gibt, ist Walinga. Und ihr werdet euch ohnehin alle auf Kantaitun verständigen. Ihr habt nur vielleicht irgendwann mal was gelernt, damit ihr euch mit Leuten aus dem Ausland verständigen könnt. So, wir kommen zu der. Also als Krieger kriegst du automatisch Kampf in Vollrüstung plus 5, Stärke abhängig. Das heißt, wir kommen auf Kampf in Vollrüstung Das müsste plus plus. 6, glaube ich, sein. Ja, plus 5 plus 1 schreibe ich dir dahin, weil die gelten ja nicht als der Wert, mit dem du startest, sondern einfach die plus 1 sind ein permanenter Bonus. Und sollte zum Beispiel durch eine Zauberschwäche die Stärke runtergehen, verlierst du auch diesen Bonus. Dann. Grundsätzlich, du hast zwei Alltagseinheiten, also recht wenig, drei Kampf, ein Körper, 36 Waffen. An die Zuschauer, die das erste Mal zugucken, bei Waffen, da sind es immer so viele Punkte, wenn man nicht gerade einen Magier spielt, wobei der Krieger deutlich noch mal mehr kriegt als die anderen. Viele anderen haben zum Beispiel 24, der Krieger kriegt halt 36, der kann aber auch drei Spezialwaffen wählen. Ja. Und ansonsten, weil du adelig bist, kannst du auch noch zwei Lernpunkte für leichte Sozialfähigkeiten ausgeben. Wollen wir direkt mal damit starten? Genau. Also bei den Sozialfähigkeiten, da hatte ich geschwankt zwischen Etikette und Verführen. Verführen? Aber Verführen sehe ich jetzt nicht mehr so. Deswegen Etikette würde würde ich sich da anbieten. Etikette nehmen. Ja. Etikette plus 8, oder? Ja. Etikette plus Genau. 8, Intelligenz basiert. Das heißt, du kennst dich mit Verhalten bei Hof und sowas aus, was für dich aber auch entsprechend wichtig ist. Du kennst deinen Stand, du weißt, was deine Rolle ist. Und man weiß unter anderem, also die Leute werden wissen, dass man dich besser nicht wütend macht. Leider passiert das wahrscheinlich auch sehr, sehr leicht, wenn man deine Willenskraft bedenkt. Du bist halt extrem unbeherrscht. Das kann aber auch sein, dass du dir dadurch eine gewisse Schwäche verpassen kannst, dass es zum Beispiel Sachen gibt, die deinem Charakter eine besondere Angst einjagen.
Das kann auch sein. Also man muss es immer entsprechend interpretieren. Aber das werden wir dann als Hintergrund betrachten. Und das werde ich eben nicht in einer Aufnahme mit dir besprechen, weil wir wollen ja auch den Zuschauern dann irgendwann ein paar Überraschungen im Spiel verpassen. Gut. Deine Genau. Sozialpunkte sind jetzt also raus. Eine Sache, die ja übrigens noch gilt, du darfst ja immer von einer Sache einen Punkt übrig lassen, um den auf Alltag zu legen, wenn du das möchtest. Ja, aber das würde ich jetzt nicht machen wollen. Okay. Ja, bei Sozial geht's auch gar nicht. Da sind nämlich alle mindestens 2 Punkte. Genau. Jetzt, Körper zum Beispiel, hast du noch einen Punkt drin. Ja, bei Körper hatte ich an Klettern gedacht. Klettern +12, in deinem Fall 12 plus 1. Okay. Also ich hatte überlegt zwischen Klettern und Schwimmen, aber ich glaube, Schwimmen ist, ich weiß nicht wie. Also, das Zeitjental wird von einem großen Fluss durchströmt. Also, Schwimmen ist jetzt nicht verkehrt, aber du musst nicht zwingend schwimmen lernen. Ja, die Frage ist, gibt es da viele Seen oder so? Ein paar Flüsse, speziell halt viele, die in den einen Fluss reinlaufen. Und also es ist ein fruchtbares Gebiet, dieses Land. Das heißt, es wird durchaus genug Gewässer geben. Aber nicht jeder kann schwimmen. Nicht mal jeder Seefahrer kann schwimmen. Ja, also wie gesagt, ich finde Klettern einfach sinnvoller. Deswegen würde ich hier auf Klettern gehen. Den einen Punkt. Dann hast du noch Das. 3 in Kampf, wenn ich mich recht erinnere. So, also Klettern ist +12 +1 wieder. Ja, hatte ich dir schon Genau. eingetragen. Ja. Dann bei Kampf hattest du Bei 3 Punkte. Kampf. Ich Ja. würde dir empfehlen, wenigstens reiten zu lernen. Und Reiterkampf wäre auch nicht zwingend schlecht. Ja, genau. Also reiten wollte ich in Alltag lernen. Ah, okay. Das heißt, du würdest dann Reiterkampf und Und irgendwas anderes? ja, ich hätte an entweder Reiterkampf und Anführen oder Reiterkampf und Athletik gedacht. Ja gut, je Und nachdem, was dir lieber ist. Möchtest du deine Stärke effektiver nutzen können oder möchtest du im Zweifel als eine Führungsperson auftreten können? Beziehungsweise halt eine Gruppe koordinieren im Kampf. ich fände, da macht Anführen einfach mehr Sinn, vom Hintergrund her, Okay, weil also ich. ich trage dir dann schon mal Reiten, weil du es ja als Alltagsfähigkeit lernst, ein. Reiterkampf und Anführen. Reiten, 12 gewandtheitsbasiert, Reiterkampf ebenfalls. Und Anführen ist 8 und persönliche Ausstrahlung basiert. Heißt, kommt auch kein Bonus drauf. Jetzt hast du noch einen Punkt in Alltag. Ich nehme an, du möchtest dann noch schreiben lernen. Genau, da hätte ich dann schreiben gesagt. Gut, dann mache ich dir mal kurz unter Kanton einen Pfeil mit Schreiben. Da du es deine Muttersprache ist, kriegst du es auch +12. Gut, jetzt hast du noch 36 Punkte, wenn ich mich recht erinnere, für Waffen. Ja. Genau. Das heißt, du kannst dich bis an die Zähne bewaffnen und du wirst ja nachher dann auch, wenn wir dein Inventar besprechen, mit Waffen regelrecht zugeschissen. Ich glaube, du kannst 4 Gratis-Waffen, die du nicht kaufen musst, nehmen und sowas als Krieger. Und du darfst als Krieger dich auch noch auf 3 Sachen spezialisieren. Das können wir vielleicht Genau. vorher regeln. Was möchtest du so als Spezialisierung nehmen? Ja, also ich hatte ja überlegt zwischen der Naginata, also als Samurai logischerweise mit dem Schwerterpaar. Das ist also Katana Einhand, Wakizashi, ja. genau, also Einhandschwerter und Zweihandschwerter sind Ja, ich würde noch Stichwaffen beim Wakizashi sagen. Das ist eher ein Kurzschwert. ja, genau. Das heißt, du solltest auf jeden Fall schon mal Einhandschwerter, Zweihandschwerter und Stichwaffen lernen. Ja, genau, das Das auf packe jeden ich dir dann auch Fall. mal hin. Einhandschwerter, Zweihandschwerter und Stichwaffen. Im Ja. Moment alle auf 5. Hoppla, jetzt habe ich mich vertippt und eine 2 hingeschrieben, Entschuldigung. So, Ja, dann hast du so. damit wie viele Punkte verbraucht? 12. Ja, genau. So, dann, ich hatte
hatte ja ursprünglich zwischen Naginata und dem großen Schwert Nodachi. Nodachi überlegt. Und in Anbetracht der Tatsache, dass es ja jetzt schon ein größerer Schrank geworden ist, würde ich mehr in Richtung Nodachi tendieren. Würde ich da auch sagen, dass das zu passt. Also, dass du als Spezialisierung einmal den Bihänder nimmst. Ja, genau. Das Also, fällt allerdings noch unter Zweihandschwerter, wenn ich das genau. richtig, ja, genau. Ich werde mal kurz dem Publikum das erklären. Wir werden sehr viele der typischen Kantei-Waffen einfach zur Vereinfachung der Regeln als Waffen einer anderen Kategorie oder quasi in Waffen der europäischen Kultur quasi einordnen. Das heißt, das Katana zählt in jeder Hinsicht als ein Anderthalbhänder, das Wakizashi als ein Kurzschwert, das Nodachi als Bihänder. Des Weiteren gilt das zum Beispiel auch für andere Sachen. Die Naginata ist zum Beispiel in jeder Hinsicht dann eine Glaive. Und bitte denkt bei Glaive jetzt nicht an das, was da bei Warcraft als Glaive bezeichnet wird. Eine Glaive ist eine Schwertsense. Also man hat einen Stab und eine Schwertklinge obendrauf. Das ist eine Glaive. Ja, wobei man nicht eine Schwertklinge, sondern eher eine Säbelklinge, Ja, also ein Schwert, bisschen Säbel, irgendwas in gebogen der Richtung. und nur einseitig scharf. Wobei ich zum Beispiel sagen würde, dass man ein Guandao eher als eine Hellebarde betrachtet, weil das Ding ist deutlich wuchtiger als eine Naginata oder eben eine europäische Glaive. Aber Spezialisierung kann ich also schon mal sagen, ein Bihänder. Ja, also in die Spezialisierung ist auf jeden Fall ein Bierhändler mit drin. Was auch erstmal passt, Samurai waren ja auch traditionell Bogenschützen und eigentlich konnten sie auch immer mit irgendeiner Stange oder Spießwaffe umgehen. Ja, also da hatte ich, also bei den Stangen und Spießwaffen, und da sagtest du ja gerade, das Guandao. Das ist halt eher was für Ost-Kantaipan typisch ist. Es ist eher eine chinesische Waffe. Ach so, okay. Gut. Auf jeden Fall Bogen würde ich auch lernen wollen. Also erstmal Bögen lernen und ich habe dir jetzt mal Genau. Bogen. Also soll ich dir das auch in die Spezialisierung schreiben? Spezialisierung würde ich nachher dann Okay, entscheiden. dann lösche ich das kurz wieder raus. Also Bögen. Genau. Muss sagen, gerade diese Bambusbögen sind ein bisschen eigenartig, die sind halt deutlich größer und haben trotzdem nur die Durchschlagskraft eines normalen Bogens. Und Langbogen wirst du in der Gegend halt, wie du es bei den albischen Charakteren zum Beispiel hast, nicht kriegen. So. Ansonsten würde ich keine weitere Fernkampfwaffe lernen wollen, weil ich denke, das ist nicht mein Charakter. Ja, also ich sag mal, bisher hast du 18 Punkte ausgegeben. Das heißt, du hast noch weitere 18. Genau. Was sich zum Beispiel lohnen würde, du könntest zum Beispiel sagen, du möchtest lernen, waffenlos zu kämpfen. Kostet dich nochmal 8 Punkte. Ja, ich hatte überlegt, ob man so, mit 18 Punkten ein Schild. Schild. Hatte ich überlegt, ob das Sinn macht zu lernen. Ich sag mal, das ist zu der Zeit unüblich, aber es gibt's. Das Okay. heißt, es gibt diese komischen kleinen Holzplanken, die man sich auf den Arm schnallt. Aber du musst bedenken, die meiste Zeit läufst du wahrscheinlich mit einem Zweihandschwert rum. Und mit Das einem heißt Bo Schild. Schild eher nicht. Also, das wirst du dabei einfach nicht führen können, weil selbst mit deiner Stärke kannst du einen Nodachi nicht einhändig führen. Das ist klar. Und bei Das einem. kannst du Bierhänder ja, glaube ich, nie, Nee, oder? Bihänder, das. Also in dem Fall, wenn man jetzt sagen würde, also zumindest nach europäischen Standards wäre es zum Beispiel so, dass ein Bihänder etwa so groß ist, wenn nicht sogar größer als du selbst. Das ist eine riesige Klinge. Und so ein Ding zum Beispiel kannst du auch nicht im Gürtel tragen. Das kannst du auch nicht auf dem Rücken schnallen, oder du kannst es für einen Transport auf dem Rücken schnallen, dann kannst du es aber nicht mehr ziehen. Du hast sowas normalerweise entweder auf einem Pferd, wenn du reiten kannst, kann ich dir vielleicht auch bei deinem Stand ein Pferd zugestehen, dazu kommen wir aber irgendwann noch. Genau, da kommen wir ja noch Und zu. ansonsten ist es so, dass du halt ja, vielleicht auch andere Leute das Ding schleppen lässt. Gut. Ja, waffenloser Kampf macht, denke ich, auch Sinn. Ja, also ich sag mal, dass du so ein bisschen, dich auch ohne Waffen verteidigen kannst, passt.
Damit hast du jetzt noch Dann. 10 Punkte übrig. Ja. Du könntest zum Beispiel sagen, du lernst jetzt noch zur Not könntest du zum Können. Beispiel sagen, du nimmst noch Spießwaffen, Wurfspieße. Nee, das passt nicht so ganz von der Menge. Oh, was man machen könnte, wäre Spießwaffen und Stockwaffen. Ja, dann könntest du also auch mit Stäben und Speeren arbeiten. Das wäre nicht schlecht. Ja, also weil Stockwaffen bieten auch durchaus interessante Möglichkeiten. Ich hatte mir das mal angeschaut. Ja, du kriegst da entsprechende Boni auf deine Abwehr. Du kannst dich aber zum Beispiel nicht auf Bowstab oder Kampfstab spezialisieren. Ja. Du kannst halt Abwehrboni kriegen, dadurch, dass du den Wert einfach in der Waffe sehr hoch hast. Und du kannst zum Beispiel auch deine, wie heißt's? Du kannst zum Beispiel auch Gegner entwaffnen und so ein Kram. Aber ich sag mal, das Stockwaffen eigentlich, es kann nie verkehrt sein, weil wenn du zum Beispiel jetzt mal keine Waffe hast und du kannst irgendwas halbwegs als eine Stockwaffe improvisieren, einfach einen langen Ast oder sowas, ist das auch schon was wert. Dann würde ich halt deinen effektiven Wert runterschrauben. Aber du. Aber nicht auf die improvisierte Waffe. Genau. Im Zweifel, ich sag mal, wenn jemand mit einem Stuhl auf jemanden einschlägt, ist das definitiv eine improvisierte Waffe plus 4. Wenn man aber jetzt sowas nimmt wie einfach einen dicken Ast und sagt, ich führe den einfach wie eine zweihändige Keule und man hat Zweihandschlagwaffen, dann ist das eine Zweihandschlagwaffe. Zwar keine ausbalancierte, darum mit entsprechenden Abzügen, aber es wäre eine Zweihandschlagwaffe. Ja, das gleiche mit langen, geraden Holzstücken. Das wäre nur Als relativ Stockwaffe. bruchanfällig, da würde ich dann zum Beispiel sagen, das Ding geht bei einem kritischen Fehler automatisch kaputt. Also, dann, aber das ist etwas anderes. Das heißt, ich gebe dir jetzt nochmal Stockwaffen und Spießwaffen. Also, Stockwaffen plus 5, Spießwaffen plus 5. Rechnen wir nochmal kurz durch. Spießwaffen 2, Stockwaffen 8 sind wir bei 10. Waffenlos 8 sind wir bei 18. Bögen 6 sind wir bei 24. Einhandschwerter 4 sind wir bei 28. Zweihandschwerter geben nochmal 6 drauf, sind wir bei 34. Stichwaffen 2 sind wir bei 36. Passt perfekt. Jetzt darfst du dir neben deinem Bihänder, also dem Dodachi, noch zwei weitere Spezialwaffen aussuchen. Da Ja, könntest du dann zum würde Beispiel. ich. Du könntest zum Beispiel Bogen nehmen und. Also, ich hätte jetzt gesagt, auf jeden Fall noch das Katana da rein. Und dann die Frage, ob Bogen oder Wakizashi, da würde ich eher Bogen sagen, weil ich habe schon zwei Nahkampfwaffen und. Dadurch, dass du Mit das meinem Kat. Charakter ist es eher unwahrscheinlich, dass ich auf das Wakizashi zurückgreifen würde, Ja, ich wenn sag es mal. wirklich in Kampf geht. Ja, höchstens, wenn du irgendwann mal beidhändiger Kampf lernen solltest oder sowas. Also, da gab es ja tatsächlich auch Ja. Kampfstile, wo man das Katana einhändig geführt hat. Das war aber selten, weil ein Katana ist eigentlich ziemlich schwer. Also für Das die ist Länge. richtig. Das ist richtig. Das ist halt eine Sache, die sehr häufig einfach missverstanden wird. Das Katana ist für seine Länge ungewöhnlich dick. Ja. Und. Und es hat auch einen relativ schweren Griff, einfach weil der deutlich größer ist. Ja, und es ist halt auch kopflastiger. Das heißt, eigentlich ist es für ein, also um es einhändig zu führen, musst du schon relativ stark sein. Und dadurch würde ich sagen, einfach durch das Verhältnis Länge, Gewicht etc., kann man es schon sehr stark an den klassischen europäischen Anderthalbhänder, also das eigentliche lange Schwert, das Bastardschwert, anlehnen. Und entsprechend brauchst du halt eine hohe Stärke, die du definitiv hast, um das Ding zur Not auch einhändig zu führen. Dann kannst du halt mit Einhandschwerter benutzen. Ansonsten benutzt du es halt mit Zweihandschwerter, wobei da dein Nodachi halt einfach besser ist. Nur dafür brauchst du für das, also du brauchst, wenn du eine Waffe zweihändig führst, natürlich auch immer entsprechend viel Platz. Ja, und das Katana werde ich deutlich häufiger am Gürtel haben. Und wenn ich jetzt meinen Nodachi beispielsweise am Pferd habe oder so, dann kann es auch einfach sein, dass ich nicht die Zeit habe, um das rauszukramen. Ja, weil da musst du halt wirklich dann das Ding aus der Scheide ziehen, beide Arme weit auseinanderreißen und die Scheide dabei am besten noch wegschmeißen. Ansonsten kriegst du das Ding nicht aus der Scheide. Das Ding ist mindestens 1,70 Meter lang. Mit Griff natürlich, aber trotzdem. Ja. Gut, dann würde ich sagen, fehlt jetzt für dieses Video nur noch dein Geburtsdatum und dein Name. Machen wir das Geburtsdatum erstmal? Vielleicht kann man da ja irgendwie. Ja, für den Fall, Das dass würde wir. ich auswürfeln wollen.
Ja, okay, da Einfach. müssen wir das dann zufällig wählen. Das heißt, es gibt 13 Monate. Ich brauche eine Zahl zwischen 1 und 13. Die 9. Moment. Die 9. Das ist später Herbst Kranich. Also der Okay. Kranichmond. Das passt sehr gut zum Asiaten. Ansonsten bräuchte ich jetzt noch einen Wert zwischen 1 und 28. Hier. Okay, also vierter Kranich. An sich, das heißt, du bist im ja, du bist im frühen Spätherbst geboren. Ist, Frühen Spätherbst. ja, so kann man sich vorstellen. Jetzt bräuchten wir noch einen Namen und dann den Rest mit Inventar und allem, das regeln wir dann offscreen, sage ich mal. Genau. Also, wie würdest du dich gerne nennen? Du bist auf jeden Fall ein Samurai im Dienst des Kirschblütenclans, aber das gibt deinen Familiennamen nicht an, weil da gibt es viele Familien, die dem dienen. Und den Hintergrund werden wir auch noch später genauer betrachten, keine Sorge. Also da hast du genug Mitspracherecht. Ja. Ja, also ich hätte halt schon gern einen Namen, der irgendwie so jetzt meinen Charakter so ein bisschen widerspiegelt. Also sehr. Einen sehr kämpferischen Vornamen. Ich habe hier gerade eine Liste vor mir mit diversen, auch mit japanischen Vornamen. Beispielsweise Ikuto. Ikuto, was wäre das? Die Bedeutung ist der Stürmische, der Gewalttätige. Ja, ich weiß gar nicht, ob, also man würde es definitiv anders betonen. Also das U wäre Okay. wahrscheinlich so gut wie stumm. Also mehr so Ikto. Ikuto. Also Ikuto. ja, das wäre ein sehr kurzes. Normalerweise liegt halt, außer du hättest über dem I so einen Strich, nicht I, über den U so einen Strich drüber, aber das bezweifle ich. Nee. Häufig wird halt die Betonung nochmal irgendwie durch so einen Strich oder zusätzliches U angezeigt. Sollte natürlich auch irgendwas sein, das uns keine Mühe beim Aussprechen macht. Bei Nikos Charakter Akaya zum Beispiel ist es relativ einfach. Ich kann aber, wenn du möchtest, auch kurz mitschauen bei den japanischen Vornamen. Ja, gerne. Ansonsten wäre noch Jiraiya, das Jiraiya. bedeutet, ja. Da möchte ich sagen, da werden jetzt vielleicht einige schon von den Zuschauern schmunzeln, weil das ist der Name, den man unter anderem auch bei einem Naruto-Charakter hat. Ach so, Und das okay. ist ein Charakter, der ist unter anderem, also es ist quasi so ein älterer Herr, der unter anderem zeitweise als Lehrmeister des Protagonisten fungiert und bekannt dafür ist, dass er zum Beispiel, sagen wir, manchmal denkt er eher mit dem, was in seiner Hose ist, als mit seinem Kopf. Interessant, weil hier steht es mit der Bedeutung junger Donner. Das kann man unter anderem auch so betrachten. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie man den jetzt genau betrachtet hat. Natürlich gibt es dann auch im Japanischen sehr viele Namen, die halt beidgeschlechtlich sind. Das ist eine Sache, die, ja, wie soll man sagen, nicht unbedingt was Schlimmes sein muss, wenn jetzt der Name für beide Sachen geht. Was können wir hier nehmen? Ansonsten hätte Moment. ich hier noch Xame, Ja, was Moment. Ich muss mich dämonischer Hai ganz kurz mal bedeutet. muten. So, wieder ansprechbar, gab es wahrscheinlich gerade ein kurz komisches Geräusch. Dann suche ich mal weiter. Was hattest du noch gefunden, sagtest du?
Dämonischer Hai. Was war das denn bitte? Isame. Ah, okay. Ah, na gut, letzten Endes musst du es aussuchen. Aber ich würde jetzt kurz noch ein bisschen weiter schauen. Da gibt's. Ja. Man kann natürlich auch immer nach bestimmten Bedeutungen suchen. Ansonsten Raidon oder Raidon. Das klingt irgendwie so wenig japanisch. Was heißt das? Irgendwas mit Donner oder Blitz? Ja, für Donnergott steht das wohl. Ja, weil Rai kennt man halt häufig mit Blitz oder Donner und sowas. Ich suche mal nach entsprechenden Bedeutungen. Was sich anbieten könnte, wäre zum Beispiel Kenji. Wofür steht das? Das wäre der Na wäre quasi von der Bedeutung her stark, aber für einen Zweitgeborenen. Wenn du hingegen ein Erstgeborener sein würdest, wäre es Kenichi. Wobei Ken allerdings auch immer so dieses so in Richtung Schwert geht von der vom Klang her. Kenichi klingt gar nicht so schlecht. Okay, dann wäre das dein Vorname. Du bräuchtest noch einen Familiennamen. Genau. Ich würde jetzt mal einfach was Simples vorschlagen. Oder. Ich weiß nicht genau, was die Bedeutung ist, aber das ist zum Beispiel ein historischer Name. Sagt dir Oda Nobunaga was? Nein. Das ist einer der drei japanischen Reichseiniger. Das ist so Ist quasi ein. mein Familienname nicht durch die Clan-Zugehörigkeit Nicht bestimmt? unbedingt. Deine Familie, deine Sippe ist was anderes als der große Clan, dem deine Familie dient. Du gehörst dann zu quasi irgendeinem Adelszweig, dann bist du vielleicht auch irgendwie mit dem Chef verwandt, also mit dem Daimyo quasi, aber auch nicht zwingend. Denn Samurai ist prinzipiell erstmal nur ein Titel. Okay. Es können auch Leute zu Samurai ernannt werden. Das ist sogar deutlich einfacher, als man das mit Rittern hatte. Das ist prinzipiell erstmal die Willkür des Daimyo. Also sollen wir einfach mal Oda Kenichi für dich festlegen, sag ich mal. Oder Ja, klingt gut. das wird in der Midgard-Schreibweise komischerweise nicht auseinandergeschrieben, aber so. Das haben wir dann jetzt. Es wird nicht auseinandergeschrieben. Ja, das haben sie da irgendwie ganz komisch. Wie wird das Dann mit würdest du das einem... K einfach groß schreiben, mitten im Wort. Das ist in der Midgard-Schreibweise ziemlich blöd, wie ich finde. Aber ich übernehme das jetzt einfach mal. Oda wäre also dein Familienname. Das heißt, normalerweise würde man dich dann auch entsprechend ansprechen, dass man eher deinen Familiennamen verwendet und bei deinem Stand dann am ehesten ein Sama oder Dono anfügt. Also Sama wäre so höchst ehrenwert. Dono wäre halt wörtlich Fürst. Stelle ich mich dann auch damit vor? Du würdest deinen normalen Namen in der Regel verwenden. Das heißt, ich würde mich als... Oda Kenichi würdest du dich vorstellen. Okay, und dann würde ich aber Oda Sama genannt werden. Zum Beispiel. Okay. Das kommt halt immer darauf an, wie der andere zu dir steht. Von deinem Ja, Lehnsherrn das ist würdest du klar. wahrscheinlich sogar eher nur als Oda als Oda Kun angesprochen. Das ist klar, dass es vom Stand abhängig ist. Gut, aber damit ist jetzt dein Charakter quasi für diese Aufnahme fertig. Genau. Ich hoffe, die werten Zuhörer sind genauso gespannt wie ich, was dabei rauskommt, wenn der auf die Meute losgelassen wird. Oh Mann, also ich muss auf jeden Fall Lina bei ihrem Charakter vorwarnen, dass sie dringend beruhigen lernen muss, sobald sie die Möglichkeit hat. Wie Schiller schon sagte, doch der schrecklichste der Schrecken.
Das ist der Mensch in seinem Wahn. Ja, das kann man bei ihm genauso sagen, auch wenn Schiller kein Japaner war. Das werte Genau. Publikum, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann geht's demnächst weiter mit der nächsten Erstellung. Und ja, ich werde jetzt mit Markus noch kurz sein Inventar und alles regeln und dann haben wir das dann auch hinter uns und die nächsten sind dran. Also dann, schönen Abend Also oder dann. Tag oder wann auch immer ihr das hier anguckt, wünsche ich noch. Hast du noch was Abschließendes zu sagen, Markus? Nein. Gut. Also ich denke, dieses Schiller-Zitat trifft es ganz gut. Absolut. Also dann, In dem Sinne. ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Cheerio!